Hallo Nein. Freunde des geilen YouTube-Sports, grüß euch, hier ist euer GB Crazy! Okay, und eurer Weihnachtswischen! Howdy doody time! Wie geht's dir, Crazy? Na, mir geht's gut. Wie geht's dir, Virus? Ja! Wie waren die Gamescom? Erzähl mal! Der letzte Tag war heiß. So im Suit drin, das... Ich hab noch 3 Stunden gehen müssen. Mein Arsch. Ich war, glaube ich, doppelt durchgeschwitzt. Also, ich hätte sowieso gehen müssen. Fangst du an zu müffeln und stinken, weißt du? Hast du ein schönes Hotelzimmer? Hier gab's halt keine Dusche. Doch, doch. Das Problem ist, im Suit muss ja halt auch mal irgendwann mal raus. Im Anzug. So. Im Kostüm. Im Kostüm. Ja, so, das ist ja erstmal wieder seit erst langem über der erste Dead by Daylight Aufnahme, anstatt immer nur Stream. Mal gucken, wie das kommt, genau. Und dazu zu sagen, nochmal recht herzlichen Dank für das Villacher-Bier, lieber Crazy. Bitte, bitte, bitte. Weil ihr müsst wissen, der liebe Crazy hat den armen Virus in seinem verkackten Sauerland hier unten besucht. Ja. Hab gar nicht gewusst, dass das so groß ist. Ja, vom Horst getrennt. Der Horst haut schon wieder ab. Kill your friends. Nein, nicht kill your friends. Also, ja. Warte mal. Falls ihr es wisst, der Crazy hat eine Autofahrt von Österreich runter bis ins Sauerland gemacht. Ja. So, erzähl mal, wie lange warst du unterwegs? Was ist passiert zwischendurch? Ich war 12 Stunden unterwegs und zwischendurch ist mein Auspuff ab. Und wieder angeschweißt worden. Oh Mann. Ja, und dann nachts um 2:15 war der Crazy dann endlich da. Das Einzige war, wenn man oben an der Straße, also war da, Virus! What? Ich so, hi Christian oder so, Virus! Ja, okay, alles klar. Ja, dann haben wir natürlich dann bis morgens um, was war das, 4:15 eingelötet. Ja, da waren aber die Türen offen, das sag ich dir. Virus ist im Stuhl weggepennt. Und ich bin auch weggepennt. Oh Mann, ja gut, du bist ja die ganze Zeit gefahren. Und ich hab ja die 9-10 Stunden Schicht im Schwimmbad gehabt. Virus im Stuhl gepennt. Im Freibad. Das schafft so lange zu pennen. Ich glaube, um 6 Uhr ist er aufgewacht, glaube ich, der Virus, dass er im Stuhl pennt. Dann ist er jetzt pennt. Genau. Als 6, ich meine, das wäre ja 7 gewesen oder sowas. Ich glaube, irgendwie. Es könnte auch 7 oder 8 gewesen sein, ich weiß nicht mehr. Ich bin da. War nur ziemlich kurz, kam das vor. Jetzt hätte ich gerade 1 Stunde geschlafen, da kommt der Crazy um dich. Ey, hast ein Paket. Ich so, habe ich was bestellt? Oder gekauft? Schon. Ja, es war tatsächlich doch ein Paket, was ich eigentlich den Tag vorher schon erwartet habe, neue Schuhe. Virus hat sich voll aufgeregt, dass der Postler kommt. Ey, man kann hier mal pennen, Alter, weil es war so fettig wie Hacke, ey. Vor allen Dingen, unser einer musste ja nach dieser Affäre, dann hat er da noch Spätschicht gehabt, der musste ja da, ne, noch arbeiten. Oh, Alter. Was ist jetzt? Ja, wir sind jetzt im Spiel, oder? Nee, bei mir hängt's. Nö, es fängt jetzt an. Jetzt geht's, keine Ahnung. Ich müsste, glaube ich, meinen Rechner demnächst mal neu machen. Beziehungsweise staubfrei machen. Ich denke, da hat er gerade so ein bisschen zu kämpfen. Das wollte ich dir empfehlen. Ach, du hast es gesehen, weil diesen Staubfänger habe ich schon gesehen. Ich hab den extra aufgemacht, damit ich das mal. Der bei Daylight inaktiv. Jetzt geht's wieder. LOL, Alter, was ist denn das für ein Schiss, ey? Da kannst du die Katze reinstellen und die Katze ist sauber raus. Da kommt nein. Meine elektrische Startung, da ist die Grafikkarte am Arsch. Oh, Zipi Klatscher klemmt wohl. So, jetzt sind wir mal da. Jetzt haben wir in der Kitchen, wollte ich sagen. Im Hospiz sind wir, im Hospiz. Oh, ich hab Kerzklopfen. Ich hab eine Falle neben mir. Ja, das Fallensteller! Ja, neben mir. Ich hab das schon lange nicht mal gespielt, aber. Der ist ja gerade vorbeigezimmert an meinem Ausgang, an dem einen. Der hat gerade wieder einen Gin verkackt. Nein, die Sabotage hat wer verkackt. Noch schlimmer. Haben wir Ruin? Werden wir gleich wissen. So, auf jeden Fall, für alle anderen da draußen.
Wer Lust hat, demnächst wieder mal eine Community-Gameplay zu machen, so eine Art wie der Gronkh. Ich möchte sowas auf jeden Fall wieder auf die Beine stellen. Also im Moment mit den Arbeitszeiten bei mir passt es halt wieder. Und schön, dass Crazy immer dazwischen redet, den hört man dann so gut wie gar nicht, wenn ich quassle. Ich weiß. Du bist nicht Didi Hallervorden. So, ich muss dich auf jeden Fall irgendwie lauter machen, weil hört man dich im Spiel so gut wie gar nicht. So, warte mal. Laut. Mach mich lauter, Virus. Mach mich doch lauter. So ist ja, ist gut, Junge. Achso, der wird gejagt. Und jetzt kommt. Wo hängt dann hin? Wo hängt dann hin? Wo hängt dann hin? Nicht zu mir, bitte. Oh! Auch noch bei mir in der Nähe. Ich könnte kotzen, Gunther Gintes. Ah, ja, doch, er hängt zu mir auf. Ach, du bist da unten. Ne? Aha, bei der Palette ist die Falle. Bande! Ich werd gejagt! Oder nicht? Okay, dann werd ich nicht gejagt. Bei der Palette war die Falle. Ah! Ja! Hol ihn runter! Hol ihn runter, George! Ich bin weit weg! Los! Ich kann dich nicht runterholen. Ah, ist halt schon runter. Sehr gut. Aber guck mal, wie fange ich. Das ist ja am Stöhnen, die alte Krähe. Ah. Die können wir ja nicht da hinten lassen, das geht ja mal gar nicht, ey. Also, wir haben auf jeden Fall zwei Plätze frei für unser Team. Wer gerne Bock hat, demnächst wieder mitzumachen, auch Stickfight und sonst irgendwelche anderen Sachen, was sich da so finden lässt. Ja. Einfach das Verfahren spielen. Also auch wenn einer von euch jetzt keinen YouTube-Kanal hat oder sowas, ist dann nicht so schlimm. Einfach so mitspielen. Wer einfach Spaß dran hat. Ich bin ihn losgeworden. Wie so ein kleiner Köter ist mal hinterher gelaufen. Was haben wir jetzt hier nach? Wir haben natürlich heute ein bisschen spät angefangen aufzunehmen, eigentlich ein bisschen eher. Oh nein! Der Knödel ist hier! Dann lass ihn knödeln! Welche gibt's denn heute? Welche Knödelchen? Ah, hier ich bin genau, ich bin genau da. Da drüben ist ja wer. Er will unbedingt den anderen. Ich habe jetzt gerade einfach mal gedacht, Crazy, wo bist du, damit du mich heilen kannst, Mäuschen? Bist du? Wo bist du? Ich frag dir, wo du bist, sagt er, ich will dich heilen. Ich sitze am Generator in der Mitte von der Map da, in dieser komischen Bibliothek. Wo steckst du denn, Virus? Ach ja. Da. Ja, dann lass dich mal heilen. Ich sehe keinen. Ich bin immer noch die Inge mit den roten Haaren. Ich bin rechts von dem. Vom Haken so. Ich mache einen Generator, wie gesagt. Ja, jetzt heil ich mich selber. Kommt ihr Gena! Wo steckst du denn? Das hab ich doch gesagt! Da von dem Haken aus rechts. Also wenn er hinter dem. Ja, rechts, von der Person aus. Die am Haken rechts rüber. Mhm. Also hinter der Person, hinter dem Haken. Rechts rüber und dann ein bisschen nach unten laufen. Okay. Siehst du mich? In der Bibliothek. Nee, in der Bibliothek. So, ich bin jetzt geil. Ich sitze am Generator. Müsst ihr ja irgendwann hören, dass er einen Generator wickelt.
So, mein Generator ist schon fast fertig. Dann haben wir den schon mal. Oh, ja, das ist gut, Generator, schön, Virus, ja. Und, was machst du, Crazy? Na, sie bohren Eierschaufel. Ja, ich tu gerade wen heilen. Und der darf dann mich heilen. Weil ich bin auch noch ein bisschen angeschlagen. Dann habe ich gerade von der Haken. Au! 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 Zwetschgen! Gib mir Zwetschgen! Hey! Blämmer! 1000 Gummipunkte für den kleinen Helferlein! Dieses kleine Hässchen. Wow, ist der schnell! Nein! Du bist hier zu nah. Hallo! Wo bist du denn weggegangen nach der Palette? Scheiße! Murat! Hey! Ein Buch mit einem Rad! Ja. Scheiße! Was war das denn? Wo hat er denn hingehauen? Ja! Ja! Das Fass! Das wird was! Das wird was! Nein! Nein, da war Millimeter gefehlt! Ah. Dieser Mützenhai, ey! Ah, der hat doch ein bisschen blockiert! Ich glaub schon, Virus. Ja. Scheiße, ich wäre beinahe runter gewesen. Ja, die Palette hier stehen lassen. Crazy, hier geht der Generator. Komm, 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 komm. Soll ich das abhängen? Oder Virus sagt dann nicht, die abhängen sollen. Ja, hol mich runter, dann machen wir den Generator zusammen. Ja, da jagt dich gerade hin. Sehr gut. Also, wenn er wiederkommt, gehe ich als Opfer hin, weil ich bin noch nicht gehangen. Okay, der ist tot. Der ist tot, ja. Wenn er hängt, ist er tot. So, jetzt heilen. Da sind die Ausgänge. Du hängst zu dem hinter dir, also rechts von dir, und ich zu dem rechts von mir. Den lass da liegen, nein, der hängt er doch auf. Na, jetzt hängt er den auf, ja. Er wird dann einfach den Ausgang suchen. Oh, aber auch, dass er keinen Nöte hat. Wo hängt er? Hängt er auf? Ja. Dachte schon. Geh mal zum Ausgang. Oh, er hat die Luke zugedreht. Ja, das ist mir wurscht, ich will den Ausgang haben. Ach, scheiße. Ich hab Herzklopfen, das ist bei mir hier oben. Ja, ja, ich hab ich gehört. Der eine ist raus, also ist der eine Ausgang offen, oder? Ja. Oh, gut, dass ich in Hocke gerade. Oh, der Ausgang ist offen, ja? Mein Ausgang ist offen hier oben, Crazy. Oh nein! Schande. Geh raus. Lauf! Lauf, Alter! Von mir aus, lauf erst in eine andere Richtung oder sowas. Mach mit ihm jetzt erst einen Dauerlauf von einem kleinen Fenstermarathon oder sowas und dann in den Ausgang. Scheiße! Mist. Ja. Du bräuchtest in deinem Dings drin noch eventuell Adrenalin. Das könnte sein. Da konnte ich jetzt nichts mehr machen, da musste ich jetzt raus. Ich bin wieder angeschlagen. Bist du die, hätte ich es dann nicht mehr geschafft, wahrscheinlich. Weil ich Schwindboost gerade aufgebraucht hatte. Ich hol mir ein paar Punkte. Ja, hör mal. War fast ein Triple Pip, ey. Ja, guck mal. Rang 19 Killer, trotzdem nicht schlecht gemacht, ja. Crazy, du bist der Zweite oben. Flabber. Ja.
Ich häng mal ab ein bisschen. Also für diese Maske habe ich nicht viel übrig. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Die ist ein wenig komisch. Ja, das ist eine hässliche Maske. Ja. So crazy. Eine Runde kann man aufnehmen und ja, dann kommt auch gleich, kann ich dem Besucher Bescheid sagen, dass er gleich rüberkommt. Warum bist du nicht zu dem anderen Ausgang gegangen und hast den gemacht? Da wärst du auch rausgekommen. Ja. Ja, ist eine gute Frage, ne? Ist eine berechtigte Frage. Frage, aber egal. Punkte gab's Ja, so. Das war's für diese Runde. Ich würde sagen, danke fürs Mitspielen, Crazy. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme, oder? Ja.